Hallo, 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 hier ist wieder Schokibanoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Marc. Hallo. Marc Hagenbeck, der Mentalist. Ja, und wir sind, wir reden heute über den 17. September und am 17. September gibt es auch ein Geburtstagskind. Ja, ganz genau. Am 17. September 1968 wurde die liebe Anastasia geboren. Anastasia, ja. Und hier sehen wir sie im Hintergrund. Ist ja schon ein Perlchen. Ja, ja. Knackig Mädchen. Stimme von der mag ich, ist natürlich was Besonderes, aber ich mag sie nicht so. Ist irgendwie so. Ja, es ist, es ist so ein bisschen rockröhrig, wie sie so singen. Das ist halt einfach nicht so jedermanns Geschmack. Also ich kann mal ab und zu ein Lied von ihr hören, sage ich ganz ehrlich. Aber so ein ganzes Konzert oder eine ganze Platte würde ich mir jetzt auch nicht am Stück reinziehen. Nee, das stimmt eigentlich. So meinst, das ganze Ding. Aber wenn sie dann hier das Hemdchen aufmacht, dann ist es schon eher meins. Ja. Am 17. September 2006, da hat Deutschland die 11. Feldhockey-Weltmeisterschaft in Mönchengladbach gewonnen. Das Finale gewannen sie gegen Australien mit 4:3. Ja, und das Ding war, sie haben das zweite Mal in Folge die Weltmeisterschaft gewonnen. Das war richtig geil. Kann ich mich noch sehr gut erinnern. Hast du es geguckt? Nee. Ja, hab ich schon gedacht, du bist doch überhaupt Antisportler. Hab mich jetzt total gewundert. Ja, ich habe auch nicht geschaut. Aber ja, ist halt ein Fakt für den 17. September. Ja, dann gibt es am 17. September noch einen Stadtfeiertag in Sofia. Ja? Ah, genau. An diesem Tag wurde das Waffenverbot in Restaurants eingeführt. Ja, und ich war schon mal in Sofia und da ist es tatsächlich so, gehst du in ein Restaurant rein und dann ist vorne ein Schild, so neben diesen ganzen EC-Karten und den ganzen Kram, ne, was da benutzt werden kann, ist ein Schild, Waffen verboten, also eine Pistole, eine durchgestrichene, keine Pistole mehr reinnehmen. Ich habe mich damals tierisch darüber lustig gemacht, ich dachte, wie geil ist das denn, hier darfst du keine Pistole reinnehmen, ist doch klar, also naja, weiß ich, auf jeden Fall nie drüber nachgedacht. Und insofern sind wirkliche Schilder Waffenverbote in Restaurants. Knaller. Also wenn ihr wisst, warum das so ist, was da vielleicht der Hintergrund dazu ist, ne? Das wissen wir nämlich gerade gar nicht, wenn wir ganz ehrlich sind, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Das würde uns echt mal interessieren. Genau, wenn das jemand weiß. Wir sind einfach nur zu faul zum Googlen. Am 17. September 1958 ist aber auch, so jetzt muss ich überlegen, also. Die deutschen Banken führen auf Anregung des damaligen Wirtschaftsministers Ludwig Erhard den Überziehungskredit für Privatkunden ein. Hey! Ja, so, das war 1958. Das freut uns doch, oder? Das ja, gibt. Also mich freut das auf jeden Fall. Total. Also mich hat das sehr lange, sehr, 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 sehr viel gebracht. Ne? Also ich war immer im Minus. Immer. Mhm. Und heute interessiert es mich nicht mehr. Ja. Ja. Wenn du 5 Millionen Schulden hast, ist auch egal. Ja, kenne ich. Das ist so eine Einstellungssache. Ja. Kennst du? Durchaus, ja. 5 Millionen, das ist ja Bimbis. Da gehe ich einmal gut essen. Ist halt ein Monatslohn, der dann halt da irgendwie, den du dann irgendwo dann aufbringen müsstest, um das wieder auszugleichen. Aber warum einen Monat lang arbeiten dafür? Nee, also ehrlich, ich meine, wir werden sowieso Fame mit so einem TV-Format hier. Ja. Fame, aber richtig Fame. Fame und dann. Was heißt denn Fame? Keine Ahnung, was sagen die Rapper? Die coolen Rapper sagen das. Achso, wir sind Fame. Alter, wir sind Fame, wir haben Style, wir haben. Skills. Das sagen die immer. Ja, vielleicht sind wir auch nur Ayo. Wir sind fresh. Alter, wir sind fresh, Alter. Ja. Das war der 17. September. Und wir sehen uns morgen wieder mit Angeberwissen. Und nicht mit Marc. Marc macht jetzt eine Rapper-Karriere. Alter, ich gehe schon mal die Mülltonne da hinten anzünden. Ja, mach das. Geh schon mal weg. Cheerio, Sophie.